herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr alle mit dabei seid und euch auf eine schöne Runde Sport mit mir freut. Für all diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin Franzi, mache heute mit euch eine klassische Bauchbeine-Po-Stunde, so wurde es angekündigt. Bauchbeine-Po wirklich heute ohne großartiges Hüpfen, ohne Springen, das Ganze wird recht gelenkschonend. Wir starten natürlich immer mit einem kleinen Warm-up und du hast natürlich immer die Möglichkeit, dein Tempo und deine Intensität selbst zu bestimmen. Solltest du also absoluter Sporteinsteiger sein, machst es halt einfach so in deinem Tempo, wie es für dich am besten passt. Du kannst zwischendurch natürlich auch Pausen mit einbauen. Ich habe verschiedene Blöcke, die ich heute für euch zusammenstelle. Und wie gesagt, das Einzige, was du heute brauchst, ist tatsächlich wie immer gute Laune. Dann brauchst du eine Matte, deinen eigenen Körper, ein Handtuch, was zu trinken und ein bisschen Motivation. Ansonsten kommt die Motivation ja auch, während wir loslegen. Gut, dann würde ich sagen, drehe ich die Musik ein bisschen lauter und dann starten wir. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Let's go. Gut, los geht's. Wir öffnen beide Beine, lassen die Fußspitzen nach außen schauen und jetzt beginnen wir die Schultern erstmal locker zu kreisen. Sehr gut. Lass die Knie schön locker. Machen wir noch 4 Stück. Dreimal mehr, zweimal noch. Jetzt ziehen wir unsere Arme lang im Wechsel nach oben, schön lang. Den Oberkörper leicht verlagern. Viermal mehr, dreimal noch, zweimal noch. Wir gehen diagonal tief zu den Fußspitzen. Viermal. Dreimal, zweimal und wir ziehen die Arme noch einmal im Wechsel, lang nach oben. Genau, zieht hoch. Zieht mal eure Rippenbögen schön weiter auseinander. Und ein letztes Mal geht ihr gemeinsam mit mir tief. Eure Knie schön beugen und strecken. Viermal. Dreimal mehr, zweimal, wir bleiben gemeinsam in der Mitte, setzen die Hände ab und die Beine strecken und beugen. Schieb mal den Po hoch und tief, hoch, tief, hoch, tief. Und jetzt bleiben wir oben und ziehen die Arme im Wechsel. Die letzten 4 Mal, 4 mehr. 3 mehr. 2 mal noch. Und jetzt rollen wir uns gemeinsam nach oben auf. Sehr gut. Und wir starten mal mit einer Runde Squats. Wir gehen tief und hoch. Schieb mal den Po richtig schön weit nach unten. Streck die Arme lang. Noch 8. 7 mal mehr. 6 mal. Oben die Fingerspitzen lang strecken. Jawohl. 2 mal noch. Das Ganze kommt, beginnen wir unten mit einem Stretch. Ihr geht tief, streckt, beugt, hoch. Tief, streckt, beugt, hoch. Sehr gut. Weiter. Das machen wir noch 4 mal mehr. Und die letzten 3. Machen wir noch 2. Und der letzte. Achtung, wir bleiben hier. Und jetzt starten wir mit einer Rotation von rechts nach links. Arbeitet mal gerne ein bisschen schwuppler. Das machen wir noch 4 mal. 4 mehr. 3 mehr. 2 mal noch. Und jetzt nochmal die Schultern kreisen, locker. Sehr gut. Kreis mal jetzt nur den rechten Arm und den anderen Arm zurück. Beide Arme gleichzeitig. 4 mal. 3 mal mehr. 2 mal noch. Okay, dreht euch einmal mit mir zur Seite. Setzt die Hände am Boden, Arm vorne vor eurem Fuß und von hier aus aktiv beugen und strecken. Versucht mal das vordere sowie das hintere Knie weit zu strecken.
4, 3 mehr, 2 mal noch. Und jetzt wechseln wir den Fuß, anderer Fuß nach vorn. Von hier aus nochmal aktiv. Schön strecken und beugen. Sehr gut. Auch das machen wir noch 4 mal gemeinsam. 4, 3, 2 mehr, der letzte. Schließt mal beide Füße. Rollt euch nach oben auf. Sehr gut. Okay, wir starten mit unserer ersten Runde. Und zwar, schaut mir einmal zu. Warte, kann ich mich sehen? Ich schiebe mal die Matten ein bisschen weiter zurück. Die brauchen wir noch nicht. Beide Füße sind hüftbreit geöffnet. Schultern ziehen wir zurück. Wir ziehen 3, 2, 1 nach oben. Und dann ein Cross Squat. Dann wieder 3 kurze zur Mitte und ein Cross Squat. Setzt mit mir ein, los geht's. 1, 2, 3, aufrecht. Kurz, kurz. Wieder zur Mitte. Ihr schiebt den Po richtig schön tief. 3, 2, 1, nochmal. 1, 2, 3, schön aufrichten. Und das hintere Knie geht insbesondere beim Cross-Squat schön tief. Ja? Wenn es euch zu schnell ist, macht ihr es einfach ein bisschen langsamer. Wieder hoch. 3, 2, letztes Mal. Tief, tief. Einmal noch. 3, 2, 1 und stopp. Gut, jetzt euren Oberkörper nach vorn. Eine Runde Kräftigung für unseren Rücken. Po nach hinten schieben. Arme lang, Nasenspitze nach unten. Und jetzt kleine, schnelle Wechselbewegung. Eure Nasenspitze schaut nach unten. Lasst die Arme schön arbeiten. Kleine, schnelle Bewegungen. Jetzt bleiben die Arme vorn und wir ziehen einen Seilzug zurück. Stellt euch vor, ihr zieht hier einen Seilzug nach hinten. Weiter, zurück, vor. Richtig schön mit Kraft. Noch 8, 7 Mal. 6 mehr und die letzten 4 Stück. 4, 3, 2 mehr, der letzte. Setzt einmal eure Hände am Boden ab. Kommt mit mir in die Plank. Positioniert eure Hände unter euren Schultern. Zieht euren Bauchnabel nach innen. Und von hier aus schaut mal zu, wandert ihr mit den Händen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, let's go, komm. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, nochmal. Schiebt mal dabei den Po schön nach oben. 1, 2, 3, 4. Den Bauchnabel die ganze Zeit nach innen ziehen. Das machen wir noch 2-mal mehr. 1, 2, 3, 4. Vor, 2, 3, letztes Mal. Und wieder lang. Nach vorn. Bleibt hier. Spannung halten. Und jetzt tappt ihr mal die Fußspitzen. Im Wechsel. Rüber, ran. Rüber, ran. Die Fußspitze einpacken, am Boden absetzen. Wenn es euch zu schwer ist, dann haltet ihr einfach nur in der Plank. Auch das ist schon eine anstrengende Übung. Die letzten. 4-mal. 3 mehr. 2-mal noch. Und jetzt mit den Händen zu den Fußspitzen wandern. Und einmal aufrichten. Sehr gut. Das war Runde 1. Weiter geht's mit Runde 2. Gleiches Spiel nochmal. Gut, wir beginnen wieder. Enger Squat. 3 kurze und 3 Cross-Squats. Seid ihr bereit? Perfekt. Macht euch startklar. In 3, 2, 1. Los geht's. 3, 2, 1. Und 3, 2, wieder zur Mitte. 1, 2,
wenn ihr zur Mitte kommt, dann schiebt mal das Becken immer leicht nach vorn und bringt euch in eine schöne Aufrichtung. Tief, tief, nochmal und hoch. Sehr gut. Gleich nochmal. Und versucht mal, den Po richtig schön weit nach unten zu schieben. Sehr gut. Weiter. Hoch. Letzter Durchgang. Nochmal. 3, 2, 1. Kommt hoch. 3, 2. Letztes Mal. Einmal mehr. 3, 2. Und stopp. Sehr gut. Oberkörper nach vorn. Po nach hinten. Eure Arme gehen wieder lang nach vorn. Und jetzt eine kleine, schnelle Wechselbewegung. Lasst den Rücken schön lang aufgerichtet. Eure Nasenspitze schaut nach unten. Und jetzt eine schöne, kleine, schnelle, kraftvolle Bewegung. Sehr gut. Und jetzt den Seilzug ab. Zieht. Nochmal. Zieht mal die Schulterblätter hin, richtig schön kraftvoll zusammen. Das sieht gut aus. Kommt. Zieht. Lang. Strengt euch schön an, macht mal noch 8 mit mir. Und ich gebe euch die letzten 4 mehr. 3 mehr. Zweimal noch, der letzte und einmal in die Plank. Ihr könnt zwischendurch einmal kurz auf die Knie kommen. Und wie gesagt, wenn es euch zu viel ist, habt ihr auch die Möglichkeit, schon mal hier in die Unterarmplank zu kommen. Auch das ist eine Option. Wenn es euch zu viel ist und ihr nicht genug Kraft habt in den Handgelenken, geht ihr einfach in die Unterarmplank. Optional nach oben. Und jetzt wandern wir wieder. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wenn ihr nach hinten wandert, dann lasst mal die Fersen schön am Boden und bleibt richtig schön lang in eurem Rücken. Zack, zack. Bauchnabel fixieren. Das macht ihr noch einmal. Und danach nochmal die Füße im Wechsel kreuzen. Die Hüfte dreht ihr ein. Tap, Mitte. Tap, Mitte. Stützt euch aber auf eurem Schulterblatt schön raus. Ja. Wir machen noch 8. 7 mal mehr. Und die letzten 4. Nur noch 2, der letzte. Und jetzt mit den Händen ranwandern. Sehr gut. Perfekt. Das war Runde 2. Und wir machen weiter mit Runde 3. Und damit der letzten von unserem ersten Block. Gut. Ihr seid startklar. Okay, ich auch. Dann legen wir jetzt los. Komm, 3, 2, 1, nach oben. Cross. So Leute, das ist die letzte Runde davon. Also strengt euch nochmal richtig schön an. Schiebt den Po tief. Nochmal. Und ganz wichtig, ihr belastet immer beide Füße hier im Squat schön gleichmäßig. Kommt hoch. Das sieht gut aus. Ein Durchgang haben wir noch. 8 Zeiten. Kommt hoch. Tief. Tief. Letztes Mal. Kommt hoch. Ach komm, ich gebe euch noch 2 Stück. Auf geht's. Kommt hoch. 3, 2. Letztes Mal. 3, 2 und stopp. Sehr gut. Oberkörper nach vorn. Arme schön lang. Nasenspitze nach unten. Und wir beginnen nochmal. Komm, kleine Schritte.
schnell in langer Rückenbewegung. Und den Bauchnabel, wie gesagt, den zieht ihr leicht nach innen. Der Rücken bleibt richtig schön lang. Streckt die Arme bis in eure Ellenbogen und Fingerspitzen durch. Und jetzt nochmal den Seilzug. Zieht mal kraftvoll. Zieht. Arme lang. Greift mal mit den Händen ein bisschen nach. Und lasst mal die Ellenbogen nach hinten in Richtung Hüfte wandern. Jetzt haben wir noch 8. Und noch 6. Perfekt. Und die letzten 4. Nur noch 2. Machen wir die letzten und jetzt rollt euch noch einmal. Ach nee, Entschuldigung. Die Plank. So Leute, Runde 3. Hände unter die Schulter. Füße wieder zurück. Wir beginnen jetzt. 1, 2, 3, 4. Nach vorne. Bin ich zu weit aus dem Bild? Nee, ihr könnt mich sehen, ne? 1, 2, 3, 4. Vor. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Oder hat mir jemand das Licht ausgemacht? Nochmal. Hello. Oh. Macht weiter. 2, 3, 4. 1. Könnt ihr mich trotzdem sehen? Okay, nochmal. 1, 2, 3, 4. Bleibt in der Plank. Und nochmal. Packt. Tap. Weiter. Tap. Tap. Genau. Die Hüfte richtig schön runterdrehen. Zack. Die letzten 8 Mal. Noch 8, 7 und 6. 5 Mal. Noch 4, 3, 2. Letzter. Und wandert noch einmal ran. Gut, kurze Trinkpause. So, wir starten mit Block 2. Dazu geht es auf die Matte. Kommt einfach mit mir auf die Matte. Und zwar starten wir im Vierfüßlerstand. So. Eure Hände. So. So, alles drauf? Ja. Die Hände einmal unter den Schultern positionieren. Bauchnabel nach innen ziehen. Jetzt bewegt ihr das rechte Bein ganz easy hoch und tief. Schiebt mal das Bein schön kraftvoll. Hoch und tief. Hoch und tief. Nochmal. 1, 2, 3, 4, mit Kraft, 5. Stellt euch vor, ihr tragt ein Tablett auf eurem Fuß. Jetzt lasst mal das Bein oben und zieht kurze Bewegungen. Kurze kleine Bewegungsabläufe, schön kraftvoll. Jetzt lassen wir das Bein oben und jetzt machen wir eine Kopfübung. Schaut mal. Streckt, beugt, streckt, beugt. Streckt, beugt. Der Oberschenkel bleibt die ganze Zeit oben auf einer Ebene. Die letzten 8, 7. Zieht mal die Ferse kraftvoll ran. Eure letzten 4 Mal. 4, 3 mehr. 2 Mal, lasst mal das Bein jetzt lang ausgestreckt und jetzt in kleinen, schnellen Bewegungen hoch und tief. Spannt mal den Po zusätzlich an. Eure letzten 4, 3 mehr. 2 Mal noch, der letzte und kurze Pause. Einmal kurz absetzen. Kurz wieder vorbei, Pause vorbei. Starten wir wieder mit der ersten Übung, anderes Bein. Anwinkeln, stellt euch das Tablett auf euren Fuß vor und wir beginnen. Erstmal nur Anschlüsse, auf und ab. Kommt hoch, tief, hoch,
mal in dem Tempo. 7, 6 mehr. Und die letzten 4 Stück. 4. Noch 3. So Leute, oben im doppelten Tempo. Kommt. Kraftvoll. Kurze, kleine, schnelle, kraftvolle Bewegungen. Denkt daran, euch aus dem Schulterblick rauszuschützen. Bleibt jetzt oben und jetzt wieder strecken und beugen. Euren Bauchnabel immer ganz leicht nach innen ziehen, damit der Rücken schön stabil bleibt. Weiter. Macht die letzten 4 Mal. 4 noch. 3 mehr. 2 Mal. Und jetzt lassen wir das Bein nochmal lang und ziehen nochmal kurze, kleine Bewegungen. Lang ausgestreckt. Eure letzten 8 Mal. Let's go. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und stopp. Habt ihr euren Po ein bisschen gespürt? Ja oder nein? Also ich spüre meinen. Und weil sich das so gut anfühlt, gehen wir natürlich in Runde 2. Ne? Eine Runde ist ja keine. Normalerweise sage ich ja immer, alle guten Dinge sind 3. Aber dafür machen wir nur 2 Durchgänge. So, dann macht euch wieder startklar. Anderes Bein. Los geht's. Heben und senken. Kack. Hoch. Tief. So, richtig schön kraftvoll. Und die Nasenspitze schaut nach unten. Das ist wichtig. Kommt hoch und tief. So, das machen wir noch 8 Mal in diesem Tempo. Jetzt noch 8. Und noch 6. Yep. 4 mehr. Ihr wisst, was kommt, ne? Gleich nochmal das doppelte Tempo, Leute. Let's go. Komm. Und zieht. Zieht. Schiebt. Schön mit Kraft nach oben. Hoch, tief. Hoch, tief. Unsere letzten 4 Mal. 3 Mal mehr. 2 Mal noch. Ihr lasst das Bein oben. Und jetzt strecken. Und beugen. Lang, zieh. Lang, zieh. Und versucht den Oberschenkel immer schön auf einer Linie zu lassen. So, langes Bein, Fußspitze, Flexion und zack, zack. Schön kraftvoll. Po anspannen. Das sieht gut aus. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und stopp. Eieiei. Gutes Gefühl, oder? Also ich finde, das ist ein gutes Gefühl. Auch wenn es ein bisschen zwiebelt, aber das gehört dazu. Deswegen starten wir jetzt direkt mit Runde 2, damit wir noch genügend Zeit haben für eine nächste Runde. Allerdings eine neue Übung. So, macht den Start klar und startet. Ganz, ganz wichtig ist, dass ihr vermeidet, das Bein hier oben hochzuschleudern. Das ist falsch. Also nicht das hier machen. Das sieht man ganz oft, dass der Rücken aktiv mitschleudert. Das soll es nicht. Ihr schiebt den Fuß wirklich kraftvoll hoch. Schön kontrolliert. Das machen wir noch 4 Mal in diesem Tempo. Okay, ihr seid bereit, oder? Für das doppelte Tempo. Let's go. Starten wir. Kurz. Zack. Und denkt an euren Schultergürtel hier nicht einsacken, auch wenn es anstrengend wird. Stützt euch schön nach oben raus. 3 noch. 2 mehr. Lasst das Bein jetzt lang ausgestreckt. Und jetzt beugt und streckt nochmal. Schön die Ferse ranziehen und strecken. Zieht, streckt. Zieht, streckt. Komm, wir schaffen noch 8 Stück. Noch 8. Noch 7. Und die letzten 4 Mal. Komm, 4 mehr. 3 mehr. 2. Bleibt noch einmal lang ausgestreckt. Und jetzt nochmal im langen Hebel. Zieht und zieht.
Boah, es zwiebelt. Noch drei. Noch zwei. Der letzte. Und stopp. So, ihr dürft nochmal einen Schluck trinken, wenn ihr wollt. Und dann geht es weiter mit einem neuen Block. Gut, und zwar starten wir jetzt gemeinsam mit einer schönen Runde für den Bauch. Dazu kommt ihr mit mir in die Rücklage. Gut. So, wir bleiben ganz entspannt auf der Matte liegen. Beide Füße bleiben parallel. Beide Hände kommen hinter den Kopf. Und jetzt kommen wir langsam nach oben. Crunchen. Zieht. Zieht. Dabei ist es ganz wichtig, Leute, wenn ihr euch nach oben zieht, atmet schön durch den Mund aus. Wenn ihr tief kommt, atmet ihr wieder ein. Arbeitet ohne Schwung, schön mit Kraft. Auf geht's. Noch 30 Sekunden. Weiter. Der Bauchnabel bleibt nach innen gezogen. Jetzt noch 15 Sekunden. Noch 4. Bleib oben, schieb die Arme nach vorne und jetzt kurze, zack, zieh, zieh, zieh. Komm, lass die Schultern tief. Machen wir noch 4, 3 mehr, 2 mal noch, der letzte und stopp. Gut, rollt euch einmal mit mir auf. Jetzt setzt ihr mal die Hände nach hinten, ein Stückchen weiter weg von den Schultern. Beide Füße bleiben zusammen und jetzt streckt ihr mal die Beine seitlich aus. Das bedarf ein bisschen mehr Stabilität im gesamten Rumpf. Beine lang und jetzt zieht ihr mal die Knie seitlich ran. Der Oberkörper kommt leicht mit nach vorne. Das ist die Bewegung. Okay, los geht's. Zieht. Wenn die Beine rankommen, atmet ihr aus. Macht euch mal schön klein. Zieht. Und streckt. Zieht, streckt. Ich gebe euch noch 8 Stück mehr davon. Noch 8, 7, 6 mal mehr. Und die letzten 4. 4 mehr. 3, 2 der letzte. Und stopp. Seitenwechsel. Beide Beine wieder lang und jetzt seitlich ziehen zusammen. 1, 2. Wem das zu viel ist, ja? Wenn ihr wirklich das Problem habt, dass euch die Spannung noch fehlt im Rücken, dann macht ihr optional einfach am Boden diese Übung in die Diagonale. Das ist eine Option. Okay, jetzt habe ich lange erzählt, jetzt gebe ich euch noch 4 mehr. Noch 4. Noch 3, noch 2, der letzte und stopp. Gut, einmal kurz lang machen. Einmal Luft holen. Weiter geht's mit Runde 2. Wir starten wieder zur Mitte. Macht euch bereit. Los geht's. Zieht. Denkt daran, die ganze Atmung schön mitzunehmen. Der Bauch bleibt die ganze Zeit festgespannt. Noch 15 Sekunden. Sehr gut. Und jetzt bleibt ihr noch einmal mit mir oben. Schiebt die Arme nochmal nach vorne. Kinn auf der Brust ablegen. Und kurz. Zieht, zieht, zieht.
4 mehr. 3 mehr. 2 noch. Und Schluss. Okay, kommt wieder hoch. Runde 2, Hände wieder zurückstützen. Beide Beine lang. Ihr könnt optional, wie gesagt, auch in der Rückenlage bleiben. Und wir starten. 1, 2. Die Beine kommen ran, dabei ausatmen. Ganz wichtig, klein in der Mitte machen. Zieht, streckt. Davon gebe ich euch noch 8 Stück mehr jetzt. Noch 8. Noch 6. Kommt, schön klein machen. Die letzten 4. 2 mehr. Oh, der letzte. Eieiei. Oh. Gut, Seitenwechsel. Hol noch 2-mal Luft. 2-mal Luft ist auch gut, ne? 3-mal ist auch okay. Macht euch stark, klar. Und wir legen los. 1, 2. Alter. Schön klein in der Mitte zusammenziehen. Zieht, streckt. Und die letzten. 8, 7, 6 mehr. Oh, die letzten 4 Stück. Komm, 4, 3, 2, der letzte. Und stopp. Oh. So, Leute. Also, in diesem Fall sage ich jetzt, alle guten Dinge sind 3. Somit checke ich euch noch eine Runde. Das ist doch gut, oder nicht? Habe ich mir gedacht, bei den Bauchübungen schreit ihr immer Juhu. Deswegen hängen wir diese Runde einfach noch schnell mit dran. Die machen wir auch schön zackig schnell zu Ende. Let's go. Aber denkt dran, nehmt euch die Zeit, die ihr braucht. Aber ohne Schwung. Noch 30 Sekunden. Weiter. Und die letzten 15, Leute. Los geht's. Komm, zieht. Oh, nochmal volle Kraft. Noch 4. 3. Oh, der letzte. Und wir bleiben noch einmal vorn. Zack. Zieht. 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 Oh, mein Bauch. Macht weiter. Noch 4. 3. 2 mehr. Und stopp. Einmal nach oben. Seid ihr bereit? Für Runde 3 und damit die letzte. Jetzt. Yes. Dann starten wir gemeinsam. Ready, let's go. Komm. Zieht, streckt. So, jetzt nochmal richtig schön Kraft voranziehen. Wenn die Beine rankommen, atmet ihr aus und macht euch in der Mitte nochmal richtig schön klein. 8 Stück haben wir noch. Noch 6. Die letzten 4 Mal. 4 mehr. 3, 2, Pause. Durchatmen. Ich muss gerade feststellen, viel Spaß macht mir diese Übung nicht. Ich finde, da gibt es 1000 andere schöne Übungen. Aber sie ist trotzdem gut. Deswegen nicht lang schnacken. Wir starten. Oh, letzte Runde jetzt. Komm. Zieht, streckt. Zieht, streckt. Denkt nochmal schön an eure Atmung. Eure letzten 8 Stück. Komm. Noch 8. Noch 7. Und 6. Die letzten 4. Noch 3. Noch 2. Einer mehr. Stopp. Sehr gut. Ihr dürft euch einmal lang ausstrecken, Arme lang und Beine lang
Und jetzt haben wir noch ein kleines Stretching zum Schluss. Gut. Streckt euch noch einmal schön lang aus. Die Arme lang und die Beine lang. Atme tief durch die Nase ein, durch den Mund wieder aus. Stellt mal beide Beine auf. Streckt eure Arme seitlich aus in Verlängerung eurer Schultern. Legt beide Beine geschlossen über die linke Seite. Euren Kopf dreht ihr zur rechten Seite. Abonnieren und um einfach immer mit dabei zu sein,
ansonsten wünsche ich euch natürlich noch einen wunderschönen Abend. Bleibt schön gesund, macht es euch nett und ich freue mich schon sehr auf die nächste Woche mit euch. Bis dahin, macht es gut.